Von Herrn Vollmer haben wir gehört, dass die Philosophie eine Art Denken auf Vorrat ist. Soll das heißen, dass sie überhaupt keine Bedeutung für die Gegenwart hat? Wir haben unsere Philosophen deshalb zum Schluss gefragt, warum Philosophie? Sobald man sich für irgendein ernsthaftes moralisches Problem zu interessieren beginnt, kommt man an der Philosophie kaum vorbei. Die meisten Leute, die sich mit der Philosophie einlassen, haben bestimmte moralische Schwierigkeiten und sie wissen nicht so recht, was sie tun sollen. Wenn man bereit ist, ein solches Problem zu diskutieren, dann merkt man schnell, dass es auf Argumente ankommt. Und dann stellt sich die Frage, welche Argumente etwas taugen. Und dann ist man in der Philosophie. Das ist eine Art, sich der Philosophie zu nähern. Es geht auch anders. Manche Leute beginnen mit einer Theorie und kommen erst später zur Praxis. Manchmal klappt das auch, wenn man zum Philosophen geboren wurde. Aber für den Normalbürger ist es, glaube ich, am besten, mit praktischen Problemen anzufangen und dann zu zeigen, dass man eine Theorie des Denkens braucht, um diese Probleme behandeln zu können. Da gibt es 100 Gründe. Epikur war ja der Meinung, man könnte gar nicht früh genug anfangen zu philosophieren. Ich würde das sehr warm bestätigen, unter anderem aus praktischen Gründen. Es ist so etwas wie ein seltener Genuss, frei zu philosophieren, die Welt gewissermaßen in ihrem Ganzen in den Blick zu nehmen. Es ist etwas Ungebundenes, etwas Freies, man ist ganz bei sich, etwas Kreatives, auch wenn es erhebliche Disziplin und erhebliche Anstrengung erfordert. Aber das ist jetzt die rein hedonistische Seite, die für viele, die sich an die Philosophie machen, vielleicht nicht so erlebbar wird. Ein Grund ist, dass man auf diese Weise gewissermaßen die Fragen, die man als Kind und als Jugendlicher hat, weiterträgt. Dass man sich selber in gewisser Weise treu bleibt. Sie bleiben auf der Linie, die sie schon in sehr frühen Jahren eingeschlagen hatten. Denn die philosophischen Fragen sind ja, wie man sagen kann, Kinderfragen. Sie sind von einer Radikalität, von einer Grundsätzlichkeit, wie sie später einem ausgetrieben werden durch die Anforderungen des Berufs, der Praxis, der Familie, der vielen Zwänge, die uns auch das Fragen austreiben. Und ich würde sagen, das Beglückende an der Philosophie ist genau diese Integration von kindlichen Anteilen in uns und den sehr erwachsenen, reifen, rationalen Anteilen mit der eigentümlichen Spannung, die oft bleibt. Also ich sehe das, vielleicht ist das etwas einseitig und sehr stark subjektiv geprägt, aber als ein ähnliches Privileg, wie es der Künstler genießt, der ja auch die Quellen seiner Kreativität weitgehend aus seinen nicht erwachsenen Anteilen bezieht. Aus dem, was in ihm gewissermaßen als Impuls immer weiter drängt, aber gebändigt werden muss, überformt werden muss, diszipliniert werden muss, durch das, was er an Wissen, an Können, einfach an Kompetenz erworben hat und was ihn dann auch zu einer starken Disziplinierung zwingt. Ich glaube, es sind natürlich erstens zwei Fragen. Es wird sehr viel in der Philosophie über theoretische Fragen nachgedacht, von denen man sagen kann, cui bono, wem nützt es, inwiefern ist es uns wichtig? Aber wenn es um philosophische Fragen geht, die unser Selbstverständnis betreffen, und Sie mich dann fragen, ist es sinnvoll zu philosophieren, so würde ich sagen, ist es eine Frage der inneren Wahrhaftigkeit. Das ist vielleicht schwer zu begründen, und ich würde auch sagen, es ist nicht moralisch zu begründen. Wir sind nicht moralisch verpflichtet zu innerer Wahrhaftigkeit, aber wenn man schon merkt, dass man etwas nur deswegen für wahr erklärt, weil es übernommen worden ist, kann man sich nicht recht wohl dabei fühlen. Und von daher wird man zu etwas gedrängt, was man intellektuelle Redlichkeit genannt hat.
dass man die Dinge in Frage stellt, ohne dass das jetzt heißt, dass man in eine Skepsis übergehen will, aber man will wissen, woran man ist. Und das finde ich schon ein, wenn Sie mich fragen, worauf gründet das letztlich? Man möchte sich nicht am Ende seines Lebens sagen müssen, man hat nur geträumt, man hat in einer Wolke gelebt. Wir wollen nicht in Wolken leben. Wenn man sich näher mit ihnen beschäftigt, dann sind es ganz normale Leute.